Ab diesem Montag weht bei den Löwen ein neuer Wind. 3 Trainingseinheiten pro Tag, die erste schon um 7.30 Uhr. Ich war ein bisschen müde, aber gehört alles dazu. Der Trainer hat so entschieden, dass wir das jetzt so machen werden. Von daher blieb uns ja auch gar nichts anderes übrig, als aufzustehen und so früh herzukommen. Schaden wird der neue Trainingsplan den 60ern sicher nicht. Erst am Freitag verloren sie bei ihrem ersten Testspiel in der Vorbereitung 0:4 gegen Stuttgart 2. Für die Stimmung war das, glaube ich, nicht gerade das Beste, dass wir da so eine Klatsche bekommen haben. Das war schon nochmal ein kleiner Dämpfer. Klar darf das so in der Art und Weise nicht passieren, aber es ist jetzt auch nicht ein Grund gewesen, dass man sagt, oh je, was ist hier nur los? Trainer Markus von Ahlen sah jedoch sofortigen Handlungsbedarf. Prompt zog er die Zügel an. Zirkeltraining und Laufeinheiten standen am Montagmorgen auf dem Programm. Ich glaube, dass das jeder Verein so macht, dass man dann halt in den ersten 2 Wochen von der Vorbereitung die Grundlagen schafft und dann halt am Ende hin sich die Spritzigkeit holt. Jetzt geht es halt darum, dass wir uns wieder die Körner zurückholen und dass wir dann in der Rückrunde auch von Anfang an marschieren können. Denn am 9. Februar bestreiten die Löwen ihr erstes Pflichtspiel gegen Heidenheim. Davor stehen noch einige Testpartien an. Vielleicht macht sich das frühe Aufstehen bis dahin bemerkbar.